Moin und willkommen zurück zu TSV 1860 München Karriere in FIFA 17. Heute mit dem ersten Spieltag zu Hause gegen den Karlsruher Sportclub. Und damit gehen wir auch gleich rein in die Partie. Ich denke mal, werden heute wir in Schwarz, der KSC in Blau und Weiß. Und parallel haben wir noch Dresden gegen Stuttgart, Nürnberg gegen Sandhausen und Würzburg gegen Fürth. Und damit beginnt die Aufstellung bei Schauer. Freitagabend in München gehen wir rein in die Partie. Und dann schauen wir mal, was uns dieser erste Spieltag in München-Giesing denn ja, heute bringt. Wir sind ja leider nicht in Giesing, sondern wir müssen ja unsere Heimspiele in der Allianz Arena austragen, was für viele Löwen bis heute großes Merkmal ist, dass sie das hätte niemals machen dürfen, sollen, können, müssen. Auch immer. Und damit schauen wir mal kurz auf die Aufstellung beider Teams, bevor wir dann gleich reingehen in dieses Ausspiel. Die Arena ist gut gefüllt, was sehr schön ist. Und dann schauen wir, was uns hier heute erwartet. Die Aufstellung der Löwen von uns zu Hause, auch Digga, Busch, Bösch und Bonkacic, Stojkovic hinten links, dann Lacazette, Bertai, Lidl und vorne Mölders und Gütkier im 5-3-2-System der Löwen. Das Shakehands natürlich und beim KSC. Auch da schauen wir natürlich auf die Startaufstellung. Komm, habe ich ja schon da gesehen. Da ist sie. Wiedwald im Tor, der Valentini, Stoll, Tölke, Figueras, Bauer, komm, Meffert, Barry. Und vorne die Diamantagosto und Hoffer in einem 5-1-2 oder 5-3-2 aus. Ein bisschen angelehnt auf jeden Fall. Gehen wir dann hier rein in die Partie. Wir eröffnen die Saison 16-17. Auf geht's für unsere Löwen. Busch erstmal Spielaufbau mit Bönisch, Urukai mit Pongracic, der mit Stojkovic, der findet Lacazette, der nimmt Mölders mit, der findet Lindl, Michael Lindl. Außen auf Busch, der hat jetzt auf rechter Seite, steigt da mal drauf. Die Flanke, der Kopfball, der aber keine großen. Also gefangen und ja, was gibt der Snackball nach 5 Minuten? Den bringt Lindl, der ist nicht schlecht, aber kann geklärt werden. Diamantakos. Kann die Ball erstmal klären. Pongracic ist aber da, alles gut. Und macht das ruhig mit Lacazette, mit Berdedei, mit Lindl, Busch, Lindl. Oh, viel Pass gegen Meffert dazwischen. Der Ball landet dann bei Gütkier. Und der mit dem ersten Abschluss und dem Tor. Die 19 Minute für die Löwen. Und Gütkier handelt zur ersten im Heimischen Stadion gegen den KSC. Ganz frühe Führung, ganz wichtig. Die erste Führung. Das ist Bauer für den KSC. Jetzt gehe ich mal durch, Bauer. Barry hat Mölders gut zurückgearbeitet. Der Pass per Detail. Lacazette nach außen. Stojkovic. Auch in der Hälfte Seitenwechsel mit Lindl. Ne, Bauer dazwischen.
ist der Germanter Koshoffer zurückgelegt. Komm. Komm auf Valentini gegen Lacazette. Er setzt sich durch im Zweikampf und die Löwen spielen sie über Perdedei, über Linde. Busch. Busch. Linde. Gütchen. Perdedei. Lacazette. Da außen ist Stojkovic über die linke Seite. Stojkovic. Flanke ist nicht schlecht, Mölders kommt nicht ran. Valentini rausgeht, Stojkovic. Oh, dann der Fehler. Stockfehler da. Einwurf Karlsruhe. Hoffer. Aber Lacazette ist sofort dazwischen. Macht das dann gut. Legt den Ball dann zurück. Stojkovic legt nochmal eins weiter. Lindel. Perry blockt. 10 Abschluss. Figueras gegen Lindel. Bauer. Gegen Busch, der ist da ein bisschen sehr weit weg, grätscht hier. Gut, hat den Ball weg, stark gemacht. Einwurf für den KSC. In der 25. Bauer nochmal. Bauer. Bauer. Barry. In der Mittellinie. Busch dazwischen, Ball abgelegt. Und jetzt die Gelegenheit, ne, Tölke vor Mölders zum Konter, wieder Krom, Bauer, Bauer, Busch hält ihn gut und ist dann gut im Zweikampf, denn der schlechte Pass, wieder Krom, Hoffer, wieder Krom auf Diamantak, Kors, da gibt es den Pfiff, es gibt den Elfmeter, es gibt den Elfmeter gegen Böhne, Schießer, ey, was soll ich denn machen, du gehst da so ungeschickt hinein. Und das gibt 11 Meter. Und das ist Diamantakos gegen Ortega. Ortega hat die Ecke. Kommt aber nicht ran. 25. Minute. 1:1 durch Diamantakos. Der hier wieder ein Jubel. Da scheint es also eine kleine Geschichte im Vorfeld gegeben zu haben. Wir schauen uns das nochmal an. Ortega hat die Ecke. Kommt aber nicht schnell genug runter, der hat jetzt platziert geschossen, keine Chance. 25. 1:1 in München, also eine interessante erste Partie, die wir hier gleich zu sehen bekommen. Busch, Lindl, Lacazette, Stojkovic, Lacazette, Lindl, Perdedei, Mölders, Tölke dazwischen. Bauer. Mölders versucht hinterher zu kommen, kommt da so ein bisschen dran, aber ich bin gut dabei ins Zentrum. Barry mit mehr Fahrt wieder zurück auf Bauer. Der Teil versucht ihn erstmal zu stellen. Komm. Bauer. Diamantakos. Ball in die Mitte. Irgendwie der Valtova Bu. Kommt irgendwie nochmal dazwischen und an den Ball macht das dann gut. Udo Kai dazwischen. Stojkovic. Der nicht weiß, wohin und hier erstmal die Seiten ausspielt. Völlig unbedrängt. Einwurf Karlsruhe, 32. Minute. Valentini, Hoffer. Effort. Achtung, aber Kai ist da. Der wartet. Seitenwechsel mit Busch. Busch. Nochmal die Mitte auf Perdedei, auf Mölders, Fehlpass, Perdedei nochmal. Gütier, Lacazette. Mölders, Lindl, Perdedei, Busch, Perdedei, Lacazette, abgeblockt. Von Tölke sein Abschluss, der war nicht schlecht, hoffe. Schon. Der ist doch gar nicht so. Mann. Barry. Das Perdedei. Lacazette. Busch. Gütkehr. Mölders. Lindl. 1-1 hat außen. Berg. Lindels Flanke. Keiner kommt in der Mitte zum Kopfball. Das ist Diamantak.
Crossberry Stojkovic dazwischen. So, Lacazette. Nochmal Linde. Stojkovic. Mölders. Gütkeer. Wieder drumrum. Gütkeer. Wiedwald. Stoll klärt. Kopfball Lacazette kommt nicht durch. Meffert. Guter Ball Bauer. Wieder eins nach vorne auf Diamantakos. Nachspielzeit angeht, zeigt Pelle, gute Grätsche. Vorne. 1-1 hier in München, Diamantakos. Barry, Busch dazwischen, Udokai, Lindell und dann, da kann dann ist hier Pause. 1-1 in München. Das geht, denke ich mal, auch in Ordnung. Da steht in Dresden 1-1 gegen Stuttgart. 2000 1-1 gegen Nürnberg und führt 0-0 in Würzburg. Statistisch schauen wir mal rein. Schüsse, 3 Torschüsse aufs Tor, 3-1 mit mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe. Also Führung wäre eher für uns glücklicher, aber so nehmen wir das 1-1 mit und gehen rein in den zweiten Durchgang. Die der KC, also öffnet über Diamantakos. Barry. Mit Chrome, mit Stoll, Idel schiebt so ein bisschen drauf, Valentini, Berdei dazwischen, Einwurf, Karlsruhe, Valentini, Hoffer, Barry, Diamantakos, Akazet, Mölders. Hoffer, guter Zwischenhoff, Berdei, Lacazette, Gütkeer, Lindl, da außen ist Busch, er hat ein bisschen Platz, geht in die Mitte, nimmt Lindl mit, Mölders, der Billionaire, tut das auch noch auf Stojkovic, sehr wartet, streckt nochmal zurück, bringt dann die Flanke. Für Mölders, er kommt nicht ran, Stojkovic. Ballablage findet aber nur Bonkracic. Stojkovic wieder da. Berdetei. Lindl, das ist schick gespielt, das ist Mölders, der kann sich da aber nicht durchsetzen. Valentini. Zurückgelegt. Stoll. Da Druck gesetzt. Wiedwald. Gütkeer schiebt drauf. Mölders hilft ihm aber nicht so wirklich. Bitter. Stötölke wieder, Gütkeer, der wieder drauf schiebt. Gütkeer kann den Ball nur schlagen. Udokai gegen Barry kommt nichts an den Ball. Barry bleibt da. Auf Valentini. Und da ist Udokai dazwischen. Stojkovic, Lacazette. Berdetei, Mölders, Lindl, Busch. Das lief jetzt mal ein bisschen schnell. Das war gut, Lindl. Gütkeer, Lacazette kann sich nicht durchsetzen, schiebt trotzdem drauf. Wichtig, Stunde gespielt, langer Ball. Diamantakos kann sich durchsetzen. Barry. Wieder gut gemacht von Bönisch. Im Zweikampf, Einwurf Karlsruhe. Barry, wieder Bauer, der passt auf Hoffer, der hat zurückgelegt. Krumm, guter zwischen Udokai, Berdetei. Lacazette, nochmal nach außen, Stojkovic, die nochmal zurück, Lacazette, Lindl, oh, Versuch auf Berdetei der Ball, Figueras, Tölke, 65 Minuten gespielt, Valentini, bleibt beim 1-1 hier, beide haben aber Lust und wollen hier noch das zweite machen, das ist zu spielen, Gütkeer, nee, nicht gegen zwei. Valentini, Seitenwechsel. Bauer. Mölders mit der Grätsche. Versucht er mal, ein Zeichen zu setzen. Gibt die gelbe Karte. Völlig zurecht. Freistoß Karlsruhe. Higuera, Diamantakos. Gut dazwischen. Mölders, Gütkeer,
Lacazette. Gebär Detail, Gutkehr. Da ist Lacazette. Da außen ist Stojkovic. Da ist Lindl abseits. Aber von Stojkovic. Deswegen gehen wir mal rein. Werden den ersten Wechsel vornehmen. Die Frage ist nur, Entschuldigung, wie wir wechseln wollen. Mölders raus, Olic rein, Adlung für Lacazette. Würde ich sagen, das andere Doppel. Wechsel also jetzt am Start. Stoll. Valentini. Saidaiku, Diamantakos, Barry, Mefford, Bauer auf Diamantakos, gut dazwischen. Und Udokai Busch. Olic, Perte Dai nach unten gelegt, Adlung, Adlung, Stojkovic, Olic, Linde, Linde, Wiedwald. Letzter Eckball. Kurze Variante. Och, da sollte aber gar nicht hinkommen. Udokai. Perte. Dai. Abgeblockt und dann Krumm geklärt. Stojkovic. Pongracic. Stojkovic. Gütkehr. Adlung. Olic. Adlung. Gütkehr. Stojkovic. Gegen Valtini Einwurf. 83. Minute. Geht hier noch was? Einwurf. Oh. Adlung Handspiel und kein Handspiel. Und dann der KSC plötzlich nochmal mit dem riesen Konter Meffert. Was für ein Ball. Kein Abseits von Sadiku. Der kriegt den Ball sogar noch. Perte 3 stellt ihn, den Ball zurückgelegt. Barrys Abschluss abgefälscht. Deswegen Ortega ist da. Boah. Riesenschuss für die KSC hier nochmal. Busch. Geht für uns noch was, ist die Frage. Nein. Was ist das für ein Pass? Nochmal der KSC. Barry. Die jetzt zumindest nochmal richtig Bock haben, sich bestimmt nochmal zu gewinnen. Kempel, Flanke ist gut. Udokai und der Kopfball. Nochmal Ecke. Achtung. Eckball kommt. Linde. Es gibt den nächsten Elfmeter. Was macht Linde da? Er geht da rein als oh, Diamantakos. Ortega. Diamantakos Ortega. Wieder kommt er nicht ran. 90. Minute 1:2 für den KSC. Durch zwei Elfmeter von Diamantakos. Nachspielzeit 3 Minuten. Stojkovic. Perde Dai. Lindl, Olic, Gütkehr, Adlung hilft ihm nochmal, Adlung, die Flanke ist nicht gut, hier ist nicht gut und dann ist hier Schluss. Und am Ende unterliegen wir am ersten Spieltag zu Hause gegen den KSC mit 1:2 und ich denke, das ist in Ordnung, denn nach den Spielinfos Schüsse 5:3, Schüsse aufs Tor 5:2, mehr Ballbesitz für uns, mehr Zweikämpfe. Wir müssten da aus den Chancen einfach mehr machen, das haben wir nicht geschafft. Deswegen verlieren wir das Spiel zurecht, mehr für Manchester Lacazette mit 8,8. Und das ist natürlich erstmal ganz, ganz bitter. Dresden gegen Stuttgart 1:1, Sandhausen gegen Nürnberg 2:2, Würzburg gegen Fürth 1:1, dass die anderen drei, also der Parallelspieler am Freitagabend.
Wir gehen noch mal ein paar Tage voran, gehen dann ins Zirkboot für Karim Mann-Mur, was reinkommt. Die Cooper's Park Rangers möchte ihn ausleihen, das nehmen wir an. So, wir haben gesagt, wir müssen noch was fürs Zentrum tun. Moll würde ich sehr gerne holen. Geht nicht, verdammt. Können wir eine Meier vielleicht mit einer Kaufoption holen? Und das würde ich gar keine die 6 holen, das finde ich noch sehr wichtig, den noch zu holen. Dann hinten links ein Maxim Mittelstädt. Den würde ich auch sehr gerne noch verpflichten. Mal gucken, da gehen wir schon 1,2 Millionen rein, ja, da möchte ich gleich keine falschen Versprechungen machen. Damit gehen wir noch ein paar Tage voran zum nächsten Spiel. Machen noch schnell das Training. Ich spiele mir gegen Braunschweig. Ist nach hinten, nach vorne verlegt. Pongratic Angebot für Yeovil Town aus England, das wir mal annehmen. Dann noch eben ins. Ja, müssen wir noch jemanden neuen reintun. Bring noch mal Pröbel mit rein ins Training. Und dann würde ich was dann sagen, war es das vor dieser Partie. Oder von dieser Partie, genau. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt euch gefallen. Trotz der knappen und am Ende auch verdienten Niederlage, die Hertha akzeptiert Mittelstädt, das ist wichtig. Was wir da hinten links dann jetzt noch einen neuen Verteidiger verpflichten können und werden. Inakzeptabel für Flum, die Hertha das Leihangebot für Arne Meyer, auch das ist wichtig. Die wollen 2,8 Millionen. Ist er wert? Ich versuch's mal mit 2 Millionen, ja. Wir müssen auch wo sind, wir haben nicht so viel Budget. Wir müssen auch da nochmal vielleicht Spieler verkaufen. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal die Entscheidungen. Da ist Anne Meyer, der uns bei uns unterschreibt. Und auch Maximilian Mittelstädt, der bei uns nochmal unterschreibt. Zwei neue Transfers. St. Pauli, die 2 Millionen für Flum, Nico Kaga, Tom. Toms 300.000 für Kaga. Die Neuverpflichtung. Johannes Flum, der möchte 2 Jahre 20.000, die soll er bekommen. Versuchen ihn ja für 3 Jahre zu holen und dann wieder wichtiger Stammspieler auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal. Und das Spiel ist dann gegen Erzgebirge Aue. Das seht ihr dann im nächsten Part. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part, wie gesagt, gegen Aue. Und ja, so bis dahin. Passt auf euch auf und ciao, ciao.